So, willkommen liebe Zuschauer, wir sind jetzt auf dem Stand von Challenger und bei uns ist der Fatih von WOMO B1. Hallo. Aus Mülheim an der Ruhr, ne? Richtig. Und jetzt haben wir uns zusammen mit dem Fatih den Challenger in Sport an. Jo. Fatih, was kannst du uns zu dem Fahrzeug sagen? Das ist unser erster Kastenwagen für 5 Personen unter 6 Metern. Hier sehr schön zu sehen mit dem Aufstelldach. Ich würde sagen, wir drehen mal eine Runde um ihn herum. Ja, gerne. Hier seht ihr die neue Front von unserem neuen Ducato. Zum Ducato eine kurze Frage. Bitte. Hat sich da irgendwas verändert, außer die Optik? Bei dem das Automatikgetriebe hat gewechselt, 8-Gang-Automatikgetriebe. Die Front hat sich geändert. Gleichzeitig hatten wir noch neben dem Ducato bei Challenger, weil unser 40-Jähriges bevorsteht, haben wir ein neues Logo bekommen, was unsere Kunden wieder darauf hinweist, einfach mal ein Päuschen einzulegen. Ja, so, kann ich ansonsten sagen. Der Ducato, wie immer, altbekannt. Die Facelifts sind ja sowieso immer sehr, sehr, sehr vorsichtig beim Ducato, was auch die Wertstabilität der gebrauchten Fahrzeuge mit erhöht. Wir haben, kann man von hier vielleicht sehen, im Connect-Paket das Pioneer Multimedia-System drin, was Navi-fähig ist. Die Rückfahrkamera haben wir schon integriert im Connect-Paket. Hier auf der Messe übrigens auch mit einem riesen Rabatt zum Nullkostenpunkt statt 2.990 Euro. Okay. Große Fenster. Gasboiler von Truma. Mhm. Die Heizung funktioniert hier über Diesel. Da sehen wir schon den Kamin. WC-Kassette. Und jetzt hier hinten wird es interessant. Wir können ja nicht nur zu fünft fahren. Wir können auch zu fünft schlafen. Wir haben hier das Etagenbettkonzept, was aber auch, daher kommt dann der Begriff Sport, ne? Wenn man nur zu zweit reist, kann man die Betten rausnehmen, zu Hause lassen, Fahrräder abstellen oder auch das obere Lattenrost einfach drin lassen als Stauraum. Mhm. Also das sind Betten für Kinder jetzt hier hinten, ne? Ja, 1,85 Meter haben wir unten Länge, 1,83 Meter oben. Da können auch größere Jugendliche noch gut drin schlafen. Okay. Haben ihre eigene Dachhaube, damit die Luft bekommen abends. Haben natürlich nochmal auf jeder Seite Fenster. Mhm. Verdunkelung, Fliegengitter, wie gehabt, wie man das kennt. Genau. Eine gescheite Isolierung. Und den gibt es aber auch noch in einer anderen Farbe, oder? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Der Family and Sports ist so, wie er steht, in Grau. Wir haben die Kastenwagen tatsächlich in 2 Varianten. Daher hast du die anderen Farben gesehen. Mhm. Die Break Edition, das Einstiegsmodell, sehr preisgünstig, ist immer weiß. Und die hochwertigen Sport Editions sind immer grau. Da sieht man nochmal so einen schönen Schlenk da drüben über dem Stand. Die grauen Sport Editions, dahinter der weiße Break Edition. Ja. Darf ich fragen, wo die Break Edition startet? Oh, das allergünstigste Angebot mit 49.999 Euro. Okay. 120 PS, dann hat aber auch schon Markise, Solaranlage, Multimedia-System von Pioneer, Rückfahrkamera, hat im Grunde alles drin. Einsteigen, losfahren, unter 50.000 Euro. Der heißt dann V114L. Okay, gut zu wissen. Kurze Frage noch zu dem Fiat. Warum jetzt mittlerweile, weißt du, warum 8-Gang-Automatik? Weil davor war es ja 9 und das kenne ich jetzt von meinem PKW. Das ist eigentlich richtig angenehm. Ja, davor war ja die ZF 9-Gang-Automatikgetriebe drin. Ja. Warum genau die umgestellt haben, kann ich ja tatsächlich nicht sagen. Es wird immer eine Menge im Hintergrund gemunkelt. Mhm. Aber wir wollen ja keine Gerüchteküche vertreiben. Nein, nein. Soweit ich weiß, ist, die neue ist das neue Getriebe von einem etablierten japanischen Hersteller tatsächlich. Und ansonsten kannst du mal vielleicht beim Fiat-Stand einen Rundgang machen und die Jungs fragen, warum, wieso, weshalb. Alles klar, okay. Wenn denn Stellantis denen überhaupt die richtige Antwort mitgegeben hat. So, ich würde sagen, wir gehen mal auf ein paar Kleinigkeiten an. Hier der Gaskasten, sehr gut zu erreichen von außen. Eine kleine Schublade, die nur von außen geöffnet werden kann. Mhm. Trittstufe ist schon mit drin. Fliegengittertüre, alles im Zubehörpaket mit drin. So, und das richtige Highlight ist eigentlich erst hier drin, Goran. Wir haben eine schöne L-Sitzbank mit einem von einem 5,99 Meter Kastenwagen wirklich geilem Raumgefühl, sobald man hier reinkommt. Die alte Ablage, die eine Menge Platz geklaut hat, ist weggekommen zugunsten des Freiraums. Den Tisch können wir aufziehen und vergrößern, sodass alle hier mit dran sitzen können. Das ist mal ein ordentlicher Tisch, ja. Den brauchen wir auch tatsächlich, um die Sitzgruppe hier noch mal zu einem fünften Schlafplatz umbauen zu können. Mhm. So, 1, 2, 3, 4.
Und wenn wir jetzt hier das Sitzkissen rausnehmen, das hat im Rücken eine Stahlkonstruktion, können wir das hier reinstecken. Und dann kann dann nochmal die fünfte Person entgegen der Fahrtrichtung mitfahren. Mhm. Jetzt kommt hier das nächste Highlight. Wir haben hier hinten drin, ach, machen wir doch erstmal die Küche fertig, ja, bevor wir darüber gehen. Vielleicht haben wir auch hier, was haben wir denn, was versteckt sich hier unten noch? Da ist die Gastherme von Truma. Mhm. Kleines bisschen Stauraum davor. So, hier unter der Sitzbank wurde der Platz für Elektrik genutzt. Flachstecksicherungen, Sicherungsautomat etc. Alles hier vorhanden. So, und dann sind wir beim Küchenblock. Ja. Den kennen eigentlich alle Challenger-Kastenwagen-Interessenten. Das ist der Kombi-Block von Cann. Wenn hier mal was daneben geht, einfach ab in die Spüle und gut ist. Wir haben drei tiefe Schubladen. Jawohl. Mit Softclose. Und dann haben wir natürlich auch die Schränke aus der Sportvariante der hochwertigen. Mhm. Hier sehr schön nochmal der Platz genutzt für zwei kleine Ablagen. USB-Ladesteckplätze direkt am Sitzplatz näher. Die TV-Vorbereitung haben wir hier. Ganz kurz, das ist Kunstleder, oder? Das ist Kunstleder, genau. Ja, fühlt sich eigentlich ganz gut an, ja. Ja, ist vor allen Dingen sehr pflegeleicht, ja, klar, und sehr, sehr beständig. Kühlschrank, angenehme Höhe montiert, Kompressorkühlschrank. Mhm. Bei unseren Kastenwagen sind dieses Jahr nur Kompressorkühlschränke verbaut von Setford. Ist das so, von den Kunden her sagen die einfach, das ist besser, oder? Das ja, beim Kastenwagen speziell tatsächlich hast du ganz oft den Wunsch nach einem Kompressorkühlschrank. Ja, okay. Hier und unten haben wir einen kleinen Kleiderschrank mit einem Bügel drin. Mhm. So, und für mich eigentlich das größte Highlight tatsächlich ist hier das Raumbad. Das fängt hier auf der Beifahrerseite an und endet da drüben wieder. Aha, kann man also komplett abschließen, oder? Ja. Ja. Wenn die Kinder im Bett sind, können wir diese Ebene nehmen, hier rüber abschließen. So, und jetzt wird es für dich ein bisschen schwierig, mit reinzukommen. Soll ich es mal versuchen? Darf ich in die Dusche steigen? Ja, klar. Okay. Schauen wir mal, dass das dann funktioniert. Dann machen wir die Tür zu, nach vorne hin. So, Ablagen, Spiegel, Waschbecken, Handtuchhalter, Chemiekassetten-WC. Mhm. Hier drüben haben wir dann die begehbare Dusche, in der du gerade stehst. Vielleicht können wir ganz kurz tauschen, dann zeigen wir das den Zuschauern einmal. So. Jetzt so. Denkt immer dran, wir sind gerade in einem Kastenwagen und bewegen uns zu zweit im Badezimmer. Wahnsinn, ja. So, und hier könnte man natürlich jetzt das Rollo komplett dicht machen und einmal ganz in Ruhe duschen. Ja. Für einen Kastenwagen finde ich das Konzept genial umgesetzt. Wir dürfen nie vergessen, wir haben tatsächlich nur 5,99 Meter Außenlänge hier. Und das ist dein Highlight, würdest du sagen, oder? Also bei den Kastenwagen dieses Jahr, ja. Okay. Ich bin ja mehr bei den großen Teilintegrierten zu Hause, aber meine Frau hat den Kastenwagen gesehen und wünscht sich nächstes Jahr tatsächlich für unsere Familie als Reisefahrzeug genau das Schätzchen. Mhm. Das erste Mal auch, dass dieses 5-Personen-Prinzip, denke ich, relativ gut umgesetzt ist. Du hast ja sonst immer diese Doppelsitzbank manchmal, wo aber beide unbequem sitzen. Mhm. Oder bei einigen Herstellern so den fünften Sitz, der hier mit dran gemacht wird im Gang. Wer mit drei Kindern unterwegs ist, möchte eigentlich nicht, dass drei Kinder alle nebeneinander sitzen. Also ich finde das praxisfern, was sie da umsetzen. Ja, aber so kann ich mir das auch gut vorstellen, ja. Mit drei Kindern, zwei Erwachsenen. Sollen wir nochmal oben ins Dach reingehen? Ich soll mal kurz die Leiter. Ich kann ja mal filmen, auch hochfilmen. Ah, gerne. Die Betten ist der exakt knapp 1,90, also 1,85 mal. Also vorne haben wir einmal 88 mal 1,83 und ja, 88 mal 1,85. Genau. Da oben haben wir 2 Meter mal 1,30 Meter und das Notbett hier unten, was heißt Notbett? Das großzügige Bett hat 88 mal 1,90 Meter, wenn wir die Sitzgruppe umbauen. Mhm. Oh, guck mal, da kannst du mal live so einen Messeverriss mitnehmen. Oh, wo auf denn? Der rechten Seite, ja, Messefahrzeuge werden von vielen Kunden ja auch selbstständig ausprobiert, ne? Ohne einen Berater mit dabei. So, das ist eigentlich ein Fenster, was wir öffnen können, so wie hier vorne und auf der rechten Seite. Ja. Da muss jemand beim Experimentieren ein bisschen fester reingerissen haben. Ja. Da oben würden sich die Kinder natürlich, glaube ich, am meisten freuen, wenn die Eltern denen das Platz übergeben. Ne? Ja, schauen wir mal unter, da gibt es sogar Lattenrost drunter. Sehr gut.
Ja, die Kinder, die schlafen bestimmt gerne oben, ne? Genau. Okay, was haben wir auch? Wir haben oben noch bestimmt USB-Steckdosen und Schwanhalslampen mit USB-Steckdosen. Ja. Wir haben auf jeder Seite für die Sicherheit zwei Verriegelungen vom Dach. Einmal die erste Schnalle, die hier reinfährt, und die zweite Sicherungsmaßnahme. Das hier sind die Schwanhalslampen, damit du da oben entspannt lesen kannst, Licht hast. Ja, und die Leiter, die haben wir jetzt unter dem Fahrzeug versteckt. Das könnte man theoretisch auch noch mal zeigen. So, diese Leiter bekommt ihr beim Fahrzeug mit dabei. Ausklappen, einhängen, am besten hier vorne noch arretieren. Und dann haben wir hier eine sehr standsichere Lösung. Mhm. Schaut gut aus, ja. Wo wird sie verräumt, während der Fahrt zum Beispiel? Ich würde die unter die Etagenbetten machen. Das obere Etagenbett hat zum Beispiel zwei Gurte, wo wir auch die Leiter von dem drunter befestigen können. Mhm. Entweder dort oder direkt unter dem zweiten Bett. Was ich ausprobieren muss, ist, ob das noch zwischen Matratze und Aufstelldach passt. Also sprich, ob wir die oben lassen können. Aber da der Grundriss jetzt auch für uns auf der Messe zum ersten Mal eigentlich so richtig erspürbar, ertastbar ist, ne? Auf der Händlertagung hatten wir gar nicht genug Zeit, uns mit dem zu beschäftigen, werden wir in den nächsten Tagen mal hier auf Entdeckungstour gehen. Okay. Aber dein erstes Gefühl ist schon ganz positiv eigentlich. Super. Ja? Ja. Okay. Also wie gesagt, wir in der Familie sind eigentlich eher nicht so mit Kastenwagen unterwegs. Mhm. Und wenn meine Frau sich das Ding wünscht, dann hat er tatsächlich was. Ja, okay. Dann schauen wir einmal noch das Cockpit von dem Fiat. Das ist jetzt der Fiat 10, oder? Weil das ist der neueste Fiat. Dann muss es ja eigentlich der 10er sein, rein theoretisch. Hier kommen auch mit Schaltgetriebe. Mhm. Und unsere Verdunklung. An den Seitenfenstern natürlich auch. Das kennt man ja schon. Ja. Und dann zeige ich noch einmal die beleuchteten Regale da oben links und rechts vom Cockpit. Auf jeder Seite eins. Aber ich frage mich jetzt, wenn du jetzt damit 5 unterwegs bist, denkst du, das reicht aus vom Platz her, also vom Stauraum her? Kommt darauf an, wie lange du verreisen willst. Ja, ne? Oder? Wenn du hier mit 2 Monate Urlaub machen möchtest, wäre vielleicht eine Anhängerkupplung und Anhänger, den du mitziehst, auch für die Bikes etc. gar nicht verkehrt. Mhm. Wir müssen ja auch immer aufpassen mit der Zuladung oder eventuell Auflast im Nachgang mit einer Luftfederung. Wir werden tatsächlich eher die Anhängerkupplung dran montieren. Mhm. 5 Fahrräder plus Gepäck etc. Das funktioniert nicht. Dann lieber einen kleinen Anhänger und Gas geben. Ich möchte nicht ein aufgelastetes Fahrzeug privat nutzen. Da sind mir die Nachteile einfach zu groß. Anhängerkupplung und gutes. Ja. Wie viel wiegt denn das Fahrzeug fahrbereit? Ja. 3050 Kilogramm in fahrbereitem Zustand. Da kommen dann nochmal hier. Fahrbereiter Zustand heißt der Einfahrer mit 75 Kilo drin, eine Gasflasche, der Dieseltank zu 90% gefüllt und 20 Liter Frischwasser. In diesem Fall würden nochmal 4 Kilogramm für das Connect-Paket mitkommen. Mhm. Und wer auf der Messe bestellt, kriegt gerade das Automatikgetriebe, worüber wir gerade geredet haben, im Wert von 3.490 Euro geschenkt. Ah, okay. Da kommen nochmal ca. 39 Kilo, wenn ich mich recht erinnere, dazu. Also das sind wir bei, also mit Automatik ungefähr 400 Kilo Zuladung. Roundabout. Ja, und eine Person wäre schon mit drin dann. Ja, okay. Und der Wassertank zu? Wie viel? 20 Liter. 20 Liter, ja. Wie viel fasst denn der Wassertank, Frischwasser? Wie viel Liter? Da hast du mir jetzt am kalten Fuß erwischt. Shit. Entschuldige. Normalerweise müssten wir so bei 85 bis 90 Litern sein. Ja, okay. Das schauen wir aber gerne nochmal im Datenblatt nach für euch, wenn ihr uns auf der Messe besucht. Okay. Ja, und last but not least, der Preis und die Verfügbarkeit. Verfügbarkeit relativ zügig, letzte Quartal, erste Quartal 25 möglich, wenn auch auf der Messe bestellt. Und beim Preis sind wir so bei ca. roundabout Mitte 60. Nicht zu vergessen, Connect-Paket kostenlos auf der Messe und Automatikgetriebe von 3,5 geschenkt. Achso, das ist da aber schon. Aber der Preis ist ja jetzt ohne Automatikgetriebe, oder? Da das Automatikgetriebe kostenlos ist auf der Messe. Dann sowieso, ja. Es ist derselbe Preis. Ja, ja. Okay. Also erst nach der Messe. Könnte theoretisch nach der Messe bis Richtung 70 gehen, ne? Ja, da werden wir wahrscheinlich eher bei den meisten Konfigurationen bei 67.000, 68.000 Euro liegen. Alles klar. Glaube ich, haben wir alles gesagt. Vielleicht noch die Aufbaubatterie, da habe ich jetzt noch nichts dazu gehört. Die Aufbaubatterie liegt in der Hand des Händlers. Wir verbauen eine 95 Ampere Stunden AGM von Exide. Serienmäßig.
Sind aber nach oben immer offen. Wir können Richtung 155, Richtung 270 Amperestunden. Dieses Jahr hat der Bulltron die ersten 270 Amperestunden Batterien rausgebracht. Die verbauen wir tatsächlich gerade für die Kunden mit einem gesteigerten Leistungsbedürfnis sehr oft, weil die haben dasselbe Maß wie die kleine 95 Amperestunden AGM und dann brauchen wir keine größeren Umbauten machen. Okay. Deine Empfehlung für 5 Personen, die auch genug Strom nutzen? Also wie viele Amperestunden sollte man dabei haben, wenn man einigermaßen autark sein will? Sehr persönlich tatsächlich, sehr individuell. Mhm. Da gehen wir in der Regel, das machen wir auch nicht hier auf der Messe, zumindest unser Betrieb nicht. Da machen wir eine individuelle Beratung auf dem Hof. Wir müssen wissen, was möchte der Kunde nutzen. Wenn die einfach nur ihre Handys aufladen, dann können wir auch von der 270 Amperestunden Lithium eigentlich Abstand nehmen und Richtung 165 Amperestunden gehen. Das reicht dicker aus. Mhm. Sobald ein Wechselrichter mit ins Spiel kommt, also das sind tatsächlich sehr individuelle Bedürfnisse. Ja, okay. Machbar ist alles. Mhm. Meine Empfehlung wäre tatsächlich so bei 165 Amperestunden Lithium. Da haben wir so die goldene Mitte, mit der alle auskommen. Nur sollte hier ein Wechselrichter rein für eine Kaffeemaschine, dann würde ich auch schon eher die 270 Amperestunden empfehlen. Na, das ist doch schon mal ein Tipp, finde ich. Ja. Okay, und das Fahrzeug gibt es nur mit dem Aufstelldach, oder? Dieses Modell gibt es nur so, wie es hier steht, mit dem Aufstelldach. Das heißt, Solar wird schwierig dann? Doch, Solar kriegen wir im Zubehörpaket mit 200 Watt drauf. Ah ja, geht Zubehörpaket sogar. Heißt dann ja Gittertüre, Solaranlage, Fahrerhausverdunklung. Okay, alles klar. Ja, Fatih, dann vielen Dank. Und danke, weiterhin noch eine gute Messe noch. Dankeschön. Ciao, ciao.